Alien Worlds ist ein NFT DeFi Metaverse und läuft auf der Ethereum, der WAX und der Binance Smart Chain. Und das Coolste ist, dieses Projekt wird in circa 14 Stunden auf Binance direkt gelistet. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Token von diesem Spiel auf Binance selbst erfarmen könnt. Aber vorab, ich habe das Spiel selber nicht gespielt. Ich kann euch also wenig zum Gameplay sagen. In diesem Video soll es nur um das Projekt gehen. Aber was ich weiß, ist, dass du eben Land kaufen kannst auf diesem Planeten und dieses Land kannst du dann dementsprechend wieder verkaufen und du kannst staken und farmen, du kannst gegen andere Explorer kämpfen, aber leider weiß ich nicht mehr. Du kannst ja halt diese NFTs verdienen, da gucken wir gleich auf der Webseite nach, um welche es sich da handelt und diese kannst du dann auf Marktplätzen verkaufen. Und wie ihr hier direkt seht, irgendwas muss es richtig machen, denn es ist the largest gaming dApp on Earth. Wenn ihr das Spiel mal selber ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf die Webseite und klickt Play to Earn. Gibt es auch diverse Videos, Daten, Daten, Daten. Und was ich cool finde, ein neuer Planet und der heißt Binance. Das ist richtig cool. Und genau, hier ist das, was ich bereits erwähnt habe. Und hier gibt es die NFTs, du hast Avatare, du hast Waffen. Hier auch das Land und diese Karten, wie es scheinbar ist, die kannst du dann auch dementsprechend wieder verkaufen. Hier seht ihr dann auch die Partner und die Roadmap. Das kann man sich dann auch mal angucken. Und da kommen scheinbar immer wieder neue Planeten dazu. Ja, finde ich so an sich interessant. Ich werde auch mal ins Spiel gucken, sobald ich mal Zeit finde und mal das Spiel testen und euch auch mal da auf dem Laufenden halten. Aber kommen wir mal zum Wesentlichen. Gucken wir mal so Alien Worlds auf CoinMarketCap an. Da seht ihr, wo es bereits gelistet ist. Ich für meinen Teil würde da jetzt diesen Token nicht kaufen wollen, aber ihr müsst es dann für euch selber wissen. Wenn wir uns das mal angucken, Alien Worlds ist erst seit kurzem draußen. Ihr seht hier, gerade mal seit ein paar Tagen. Und wenn wir hier auf CoinGecko gucken, sieht das mit den Börsen auch nicht besser aus. Das Beste, was ich euch empfehlen kann, ist, wenn ihr hier auf Binance hinwechselt und sagt, okay, Finance, Binance Earn, und dann kommt ihr hier raus. Dann klickt ihr einfach auf Launch Pool und dann seht ihr hier zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal BUSD hinterlegen und einmal BNB staken. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr hier auf diese Seite. Ich habe mal BUSD gewählt. Und hier seht ihr dann auch direkt, okay, hier Alien Worlds, TLM, der Token. Und ihr seht, wie viel Total BUSD bereits gestaked wurden und wann das Listing stattfinden wird auf Binance. Und hier kannst du dann deine BUSD sehen, die du auf Binance hast. Ich habe jetzt meine auf der Binance Smart Chain. Ich müsste sie erst rüber transferieren. Und dann kannst du die hier staken. Kannst einfach sagen Max, Stake und fertig. Soweit ich weiß, kannst du es auch jederzeit wieder herausholen. Zack, bestätigen, fertig. Und mit dem Hinterlegen, je nachdem wie viel du hinterlegt hast, bekommst du dann die TLM-Token von diesem Spiel hier ausgezahlt und kannst sie dann hier claimen. Finde ich richtig cool und richtig einfach. Und dann kannst du diese Token halt eben, sobald das Projekt gelistet wurde, kannst du es dann irgendwann verkaufen. Oder du hältst es und schaust einfach mal, was daraus wird. Und dadurch, dass es auf Binance gelistet wird, kannst du, falls du es nicht machst, dann einfach mal gucken, wann du es am besten kaufst. Ob du es am Anfang kaufst oder wenn es gedroppt hat. Es gibt schließlich viele Leute, die es jetzt erstaked haben, also ein Drop ist auf jeden Fall möglich. Du kannst auch ein bisschen warten, bis es sich eingependelt hat und dann einkaufen. Aber hier ist einfach der sicherste Weg, indem du sagst, okay, ich erfarme mir die Token. Und dann guckst du einfach mal, was da passiert. Okay Leute, das soll es schon gewesen sein. Wenn du allgemein über sowas immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann würde ich dir empfehlen, einer meiner Patreons zu werden. Denn dann bekommst du einen Wochenbericht immer mit den kommenden Tokenstarts, bevorstehenden Ereignissen, die du im Auge behalten solltest, Tipps und Tricks, und Einsicht auch in mein eigenes Portfolio mit wöchentlicher Aktualisierung. Okay Leute, das soll es schon gewesen sein. Beachtet das auf jeden Fall mal im Auge. Ich zeige euch jetzt nochmal die Paare von dem Token. Ich habe da schon mal nachgeguckt. Ihr habt hier TLMM, USDT, BUSD und BTC. Von daher könnt ihr euch da auf jeden Fall mal bereithalten.
Ich hoffe, ihr könnt was mit den Informationen anfangen. Macht was draus. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.